Das Licht der drei Säulen tauchte in den dunklen Nachthimmel ein und brachte den großen steinernen Drachen empor aus einem ewigen Schlaf. Ein Drache aus Stein öffnete sein gewaltiges Maul und eröffnete einen Pfad in ein steinernes, ungewisses Abenteuer. Das Einzige, was ich zumindest weiß, ist, dass ich euch herzlich willkommen heiße, Ladies und Gentlemen, zur heutigen Folge Lost in Play. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu ein wenig Rätselraterei, Verzweifelei und mysteriösen Dingen hier im Land der Fantasie und der Träume eines Geschwisterpaars. Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen und hoffentlich viel Spaß. Ihr habt es gehört. Todesmutig ist der kleine Junge, vermutlich auch sehr, sehr neugierig, einfach in diesen Drachenkopf reingeklettert und ihr seht's ja. Es hatte irgendwas mit diesen Echsen auf sich. Vielleicht Gesandte des Drachen? Ich weiß nicht. Und dieser mysteriöse Stab. So, wir brauchen ja noch einen Drachenkopf. Das ist ja die Aufgabe. Es sieht so aus, als würden wir hier vielleicht aus einem Drachen einen Kopf kriegen können. Uiuiuiui. Also, ich weiß noch nicht genau, was wir tun sollen. Ja, ja. Dann erhalten wir hier vielleicht den Drachenkopf. Soweit, so gut. Aber was müssen wir dafür tun? Dann setzen wir ihn auf, um uns zu tarnen als einer von ihnen vielleicht. Das kann sein. Da ist der Drachenkopf. An den will ich unbedingt ran. Okay, sind wir irgendwo vorbeigelaufen und haben Hinweise gesehen? Wir müssen 4 Schalter bedienen. Vielleicht hoch, runter, runter, nix. Wo finden wir die Lösung dazu? Irgendwo muss ja hier eine Reihenfolge sein, wie wir es aufkriegen. Also sind das auch 4 Bilder, die uns angezeigt werden? Da ist ja auf jeden Fall ein Rätsel. Oder auf den Steinen, das kann auch sein. Das habe ich nämlich schon überlegt, als wir hier lang sind, ob diese Symbole uns irgendwie einen Hinweis liefern. Also sehe ich hier Symbole, die uns weiterhelfen? Eher nein. Das muss auf dem Weg hierher vielleicht liegen. So, da hätten wir jetzt einmal vielleicht runter. Links. Aber so richtig weiß ich nicht, wo wir hier eine Lösung ablesen sollen. Hilfe bitte. Ach so, die Position der Köpfe. Alter, auf diese Idee kommst du doch auch überhaupt nicht. Auf diese Idee... Okay, auf diese Idee wäre ich ohne die Lösung nie im Leben raufgekommen. Oder die Hilfestellung. Nie, 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 niemals. Never, ever. Aber wie ist hier jetzt? Wo ist hier jetzt der Drachenkopf? Also entweder links oder rechts. Das ist so ein bisschen, ich brauche einen Stift. Das ist ein wenig unbekannt. Entweder links oder rechts. Das hat die Lösung jetzt tatsächlich auch nicht angezeigt, ne? Wait. Nee. Das ist ja fies. Also so eine richtige Lösung ist ja nicht, das ist nur eine Hilfestellung. Ich würde fast nach rechts irgendwie tippen. Aber ich habe keine Ahnung. Weil ich soll ja der Drache sein. Das ist nach unten. Da wäre ich nie drauf gekommen. Da wäre ich nie drauf gekommen, die Köpfe da jetzt zu sehen als Lösung. Niemals. Nie, 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 nie im Leben. Das ist mir zu weit weg. Klar zeigt es uns da, hier guck's dir an. Aber das hatte ich eher gedeutet auf, mach es mir größer. Okay, ladies and gentlemen. Also, wir fangen mal an. Der erste... Ah, wobei, der erste ist ja das, was wir jetzt schon haben.
Dann würde ich den vielleicht so einmal sehen. Auch nicht. Dann vielleicht so. Hä? Ach, nix, weil kein Drache zu sehen ist. Ach so, dann war das doch die Lösung. Oh Gott. Nicht mein Rätsel, würde ich sagen. Es ist die Befürchtung. Kommt jetzt hier noch ein großer Drache oder einfach nicht? Es wird auch safe nicht ohne Gefahr von sich laufen. Oh oh. Oh oh, die Höhle stürzt ein. Pass auf, das ist wieder ein Rätsel. Wir kommen nicht anders raus. Wait, what? Ah, guck mal, wir müssen es umlenken. Wie wechsle ich denn? So. Ich glaube, den Anfang habe ich schon ein bisschen doof gemacht. Wir müssen... Wait, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Nee, die müssen genau andersrum sein, ne? Doch! Nee, so rum. So rum, so rum, so rum. Okay. Nächstes Level. Okay, das schaffen wir jetzt aber eindeutig einfacher. Wobei das Level schwieriger ist. Also. Die Verbindung ist hier. Und er muss... So. Gut. Das ist auch grafisch sehr ansprechend gemacht, finde ich. Also wir müssen zur Erklärung... Entschuldigung, ich habe gar nichts erklärt. Zur Erklärung. Wir müssen, wie ihr seht, ja, den Lichtstrahl, der aus dem Drachenkopf kommt, hinten zu dem Punkt leiten. Und auf diesen kleinen schwarzen Mini-Drachen sind halt verschiedene Kristalle drauf, die das Licht in die entsprechende Pfeilrichtung umlenken. Damit es also dahin kommt, müssen wir diese kleinen Drachen hin und her verschieben. Das ist tatsächlich gar nicht so ohne, weil ihr seht es ja, von der Laufrichtung müssen wir uns die Drachen halt erstmal so positionieren, dass es passt. Und das wird jetzt wieder das Schwierigste sein. Wait. So. Und hier brauchen wir nämlich einen, der es nach oben leitet. Also so ein. Und aber wir brauchen jetzt noch ein... Ja, wir müssen es anders umleiten. Wir müssen... Ja, ich weiß wie. Also der war schon gut. Ich hab's jetzt gerade verdüddelt. Wait, wie mache ich das jetzt?
So, und ich will den dahin. Ach so, geht ja nicht. Ah, die müssen tauschen, ne? Ah, wait, das muss ich nochmal von vorne machen. Also, ich will... Ich will... Ah, das war so gut. Also, ich weiß, wo wir hinwollen. Nee. So, das ist schon mal gut. Dann können wir die Mitte hier jetzt rausbewegen. Aber die Mitte soll... Ich weiß noch nicht, wo die hin soll. Zumindest brauchen wir den so. Und den brauchen wir jetzt hier im zweiten. Wie kriege ich ihn da hin? Weil wenn er jetzt auf dem Feld wäre, würde es da ja hinkommen. Aber wie kriege ich ihn da hin? Nicht ohne noch ein Hilfsmittel, ne? Kriege ich den da? Wait, die müssen tauschen, glaube ich. So, jetzt kriege ich ihn doch dahin, oder? Ah, jetzt habe ich den schon wieder verrückt. Scheiße, den darf ich nicht verrücken. Den darf ich einfach nicht verrücken, sonst ist vorbei. Ach, Mann. Also, das war so gut. Und ich habe es schon wieder kaputt gemacht. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Ich kann es gerade nicht erklären. Ich glaube, so habe ich es gemacht. Dann habe ich den mittleren wegbewegt. Und dann so, aber wie? Frage, wenn ich den außen jetzt benutze als Hilfe, kriege ich den dann da weg? Ich brauche auf jeden Fall da an der Seite noch jemanden. Ich probiere es mal, dass ich den als Springer benutze. Nee, den kriege ich da nicht weg. Aber wir können den als Springer benutzen. Ob ich das jetzt nur auf dem Feld oder ein Feld danach mache, das ist nicht schlimm. So, hört ein Schuh draus. Oh, das war jetzt schon ein bisschen schwieriger. Aber ob das die letzte Welle war? Nein, das ist die letzte Welle und die wird bestimmt richtig schwierig werden. Oh, wir haben den goldenen. Oh, das muss also auch noch durch den goldenen durch. Da würde mich jetzt interessieren, wie funktioniert der Goldene denn eigentlich? So, okay. Können wir den Goldenen bewegen? Bestimmt. Also, das heißt, wir müssen den Goldenen erstmal irgendwie fixieren. So. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir ihn hier hoch? Wir müssen ihn da oben hinkriegen. Nein, der bleibt da.
Boah, das ist jetzt schon wieder echt schwierig, ne? Ich hasse sowas. Das ist mir gerade eine Welle zu viel. Das ist ja nichts, was man so durchgehend dann irgendwie mal durchzockt. Weil jetzt merke ich, das ist meine Konzentration weg. Da denke ich ja auch nicht mehr drüber nach. Dann siehst du ja an dem witlosen Wilden drin rumgeklicke, dass es gerade nichts mehr bringt. Ach, wie ärgerlich. Also wir gucken uns mal die Lösung an. Wir wissen ja jetzt, wo wir hinwollen und wie es funktioniert. Ja, ja, genau so wollte ich es eigentlich auch aufbauen. Nur mein Kopf kriegt jetzt beides gerade nicht miteinander connected. Ich will jetzt aber auch ungern die Folge jetzt schon beenden, weil dann ist es zu kurz. Ah, okay, also manchmal hasse ich meinen Job. So, und der muss nämlich tatsächlich an die Position von dem hier. Von dem. Und jetzt müssen die beiden tauschen eigentlich. Wait. Wie kriege ich ihn jetzt da hoch? So und... Ah, ich hätte nur nach oben gehen müssen. Ah, ich hätte ihn doch nur nach oben schieben müssen, ich dumme Nuss. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ah, das kriege ich jetzt schon wieder nicht mehr hin, ne? Ich war so kurz davor. Ich war einfach so kurz davor. Also nochmal... Die beiden haben sich so ein bisschen dazu benutzt, das irgendwie dahin zu schieben, glaube ich. Dann hatten wir die Golden Cat. So, dann muss das aber jetzt eins tiefer sein. Also genau an diese Position. Boah, wie habe ich das gerade gemacht? Weiß es jemand? So? Nee, auch nicht. Es muss ja hier jetzt an die Position. Das heißt, die beiden müssen tauschen. Die beiden müssen tauschen, also... So. Und wenn ich den wieder wegbewege, ist der von der Position weg. Dim, 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 dim. So, dann habe ich die Katze. Zack, aber ich habe das Problem, dass ich ihn jetzt... Wait, ich mache die Katze, oder? Oh, ich werde gerade wahnsinnig.
Ah, nee, gar nicht wahr. Warte mal, ich muss das so machen. Die Katze raus. Oh. Meine Güte. Ich höre sie an wie ein Frosch. Sie hört sie an wie ein Frosch. Der Froschkönig. Ich hoffe nicht, dass ich die leuchtenden Pfeile jetzt zählen musste. Habe ich nicht gemacht. Gar aus, als hätte es gar kein Treppengeländer mehr. Sag ich doch! Der Froschkönig in XXL, ist der Froschkönig ein Drache? Oder der Froschkönig will ein Drache werden? Was zum? Hallo? Hä? Warum sind wir jetzt wieder hier? Aber die Musik ist auch ganz komisch. Der Frosch hat uns benebelt, oder? Wir haben am Frosch geleckt und er war giftig. Das hat aber ganz gruselige Vibes, oder? Das erinnert mich so an Majora's Mask Vibes. Zelda. Also überall da, wo Frösche sind, sieht er sich jetzt selber in den verschiedenen Formen. Raste doch aus. Okay. Hallo, lebe. Also, der Frosch, das war seit uns. Ich verstehe es nicht, aber wir nehmen die Krone natürlich auf jeden Fall mit. Wir kehren als König zurück. Oh mein Gott, Leute. Das ist das Verstörendste vom Ganzen. Also, das war jetzt so ein Teil, wo ich mir denke, so, Nichts wie raus hier. Schöne Experience. Ich sag ja nur, ne? Also wir laufen zurück. Wir haben jetzt genau. Wir haben jetzt eigentlich alles zusammen, was wir brauchen, glaube ich. Um hier rauszukommen, hoffe ich. Rette uns. Unsere Schwester ist hoffentlich doch wohl auf. Uiuiuiui. Weißt du, hängst du in der Wüste fest und denkst so, oh Gott, wer weiß. Stell doch einer mal das Wasser ab. Eine wertvolle Ressource. Aber nix, nee, überhaupt nix. So, Lady, wir haben dir ein paar Sachen. Also, ich habe eine Krone für dich, natürlich. Bitteschön, Prinzessin. Wollte sie nicht? Gut, dann... Wo hat sie sich die jetzt eingesteckt? Man weiß es nicht. Rago. Junge, tu was! Hallo? Er bewegt sich nicht. Es ist ihm peinlich. Ich kann ihn gerade nicht bewegen. Ich kann gerade nichts tun mit dem Jungen. Hallo? Junge! Samina Lagilugi? Ah, weil sie ihr Rad jetzt hat. Okay, ich verstehe es. Schwester, jetzt bist du dran. Rago. Hella. Heile Madonna Moine. Okay, also wir müssen es verbinden. Irgendwie. Was ist denn das? Kothaufen? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Vielleicht schrauben wir die Geschichte jetzt ab. Okay. Minus zu dem, Kreis zu dem und Plus zu Rot.
Aber was genau soll ich jetzt tun? Soll ich die... Vielleicht entwirren, das kann auch sein. Ist das richtig? Entwirren? Okay, was ist Y? Ah, okay, wir haben Handbuch. Sag ich doch Ikea. Ey, Alter, hab ich nicht gesagt Ikea? Das untere Logo ist doch voll das Ikea-Logo. Ich kann hell sehen. Ich kann einfach hell sehen. Also, die Bauanleitung. Es ist wirklich eine Ikea-Anleitung. Freunde, es ist... Warte, was sagen uns diese Bilder? Was sagen uns diese Bilder? Oh mein Gott. Also, klopfen Sie nur auf dem Kopf rum, wenn sie eine Decke drunter haben? Spielen sie sich nicht am Genital rum, wenn sie es auf dem Kopf haben? Brechen sie... Ach so. Ja, irgendwie sowas. Also irgendwas mit Genital? Oder passen sie auf ihr Genital auf? Ich weiß nicht, was das oben in der Ecke uns sagen soll, aber vielleicht sollte ich es auch nicht wissen. Brechen sie es nicht ab? Rufen sie auch niemanden an? So. Wir brauchen... Als erstes öffnen wir das... Wer hat sich denn von euch gedacht, wir machen da aber jetzt mal eine lustige Powerleitung hin? Alter, das gibt's ja nicht. Oh mein Gott, Ladies and Gentlemen, ich glaube... Diese Bauanleitung genehmigen wir uns das nächste Mal. Da werden wir frisch ausgeruht zusammenbauen. Aus Ikea. Einen Drachen aus Holz. Ich freue mich sehr. Jetzt weiß ich auch, was das hier sind. Das sind diese Holzpinökel, die du so dazwischen machst, um festzumachen. Ich will mich ja nicht blamieren. Ich weiß, Anleitung kann ich. Meistens. Es gibt auch manche Sachen, die sich mir nicht erschließen. Ich sage nur das Regal auf meinem Balkon, was ich dieses Jahr aufgebaut habe. Wir werden das herausfinden. Und wenn ihr auch unbedingt wissen wollt, ob ich das zusammenkriege und was die Hürde hier sein wird und ob es bei uns versehentlich am Genital landet, dann müsst ihr auf jeden Fall das nächste Mal einschalten. Ich würde mich sehr, sehr freuen und bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei.